Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Vortrag. Digitalisierung, Grundeinkommen und die Demokratie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 5:05. Und damit meine ich nicht den Klimawandel. Beim Klimawandel ist es bereits 5:05. Hier haben wir bereits den Turn of No Return überschritten. Ich meine unsere Demokratie. Es ist 5:05, wenn wir unsere Demokratie noch retten wollen. Seit knapp 75 Jahren leben wir in einer Demokratie. Eine Demokratie, die wir uns nicht erstritten oder erkämpft haben, sondern die uns von den Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegt wurde. Über einen langen Zeitraum, bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, dominierte in Deutschland die Drei-Parteien-Landschaft. Die CDU, CSU, ich habe es hier direkt mal als eine Partei zusammengefasst, für die ländliche Bevölkerung inklusive Landwirte, Großgrundbesitzern und Bauern sowie für den christlichen Teil. Die SPD für die Arbeiter, die Kumpel unter Tage, die Arbeiter in der Metallindustrie, die Angestellten in der Automobilindustrie. Und schließlich die FDP für Selbstständige und Freiberufler, Unternehmer, Banker, Ärzte, Anwälte und so weiter. Und damit war unsere Demokratie ausgefüllt. Andere Parteien scheiterten an der 5%-Hürde und Mitglieder linker Parteien wurden mit Berufsverbot bestraft. Dieses starre Korsett der Demokratie änderte sich erst mit den 68ern des letzten Jahrhunderts und der Studentenbewegung. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands gab es eine außerparlamentarische Opposition. Sie war gekennzeichnet unter anderem durch zivilen Ungehorsam, Großdemonstrationen und Sitzblockaden. 330.000 Menschen demonstrierten in Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss. Großdemonstrationen gegen die Stadtbahn West in Frankfurt und gegen den schnellen Brüter in Kalkar, um nur drei Beispiele zu nennen. Man wehrte sich gegen das Wettrüsten, gegen die Umweltzerstörung und gegen den Bau von Atomkraftwerken. Aus dieser Volksbewegung heraus gründete sich eine neue Partei, die Grünen. Dann, genau vor 30 Jahren, fiel die Mauer. Der Sozialismus als Gegenpart zum Kapitalismus hatte ausgedient. Mit dem Ausverkauf der ehemaligen DDR begann ein neues Zeitalter des Kapitalismus im Osten wie im Westen. Es war der Beginn des ungezügelten Raubtierkapitalismus. Gewinnmaximierung, Profitsteigerung, Privatisierung lautete von nun an die Devise. Und mit der Bankenkrise 2008 zerplatzte die erste große Seifenblase des ungezügelten Kapitalismus. Und gleichzeitig begann sich eine Aufspaltung der Gesellschaft zu manifestieren. Eine Aufspaltung in Arm und Reich, in Gewinnern und Verlierern und mit der Tendenz und mit der zunehmenden Tendenz zur Radikalisierung. Parallel mit dieser Entwicklung begann die Digitalisierung unsere Gesellschaft maßgebend zu beeinflussen. Betrachten wir nur die politische Entwicklung der letzten 7 Jahre. 2011 enterte eine Internetpartei, die Piraten, gleich 4 Landtage, Berlin, das Saarland, Schleswig-Holstein und zuletzt NRW, das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik. Ihr Slogan? Klar machen zum Ändern. Heute spricht niemand mehr von der Piratenpartei.
Es ist ein deutliches Zeichen für die politische Kurzlebigkeit in unserer Zeit. 2013 gründete sich die Alternative für Deutschland, die AfD, mit Konrad Adam und Bernd Lucke an der Spitze. Ursprünglich eine rein neoliberale Partei, die sich für die Wiedereinführung der D-Mark aussprach. In nur wenigen Jahren mutierte diese neoliberale Partei zu einer rechtslastigen, antidemokratischen, faschistischen Partei, die mittlerweile zu einer ernsten politischen Kraft in unserem Land aufgestiegen ist. Was hier deutlich zu erkennen ist, ist die Einflussnahme der Digitalisierung auf unsere politischen Strukturen. Ich wage sogar zu behaupten, die Digitalisierung läutet das Ende großer Volksparteien ein. Was ursprünglich als ein Garant einer stabilen Demokratie gegolten hat, wird es in Zukunft in dieser Form nicht mehr geben. Wie sich die Digitalisierung in Zukunft auf unsere Demokratie auswirken wird, ist noch nicht gänzlich abzuschätzen. Was sich aber bereits schon jetzt abzeichnet, ist die zunehmende Radikalisierung, ist die zunehmende Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und gegenüber dem politischen Gegner. Bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Die Digitalisierung, Fluch oder Segen für unsere Demokratie? Die negativen Einflüsse sind ohne Zweifel Wahlbeeinflussung, Verbreitung von Falschinformationen, die sogenannten Fake News, zunehmende Intoleranz und Hasskampagnen, bekannt auch unter dem Namen Shitstorm, Filterblasen und Kammerdenken, Verbreitung einseitiger Informationen und nicht zuletzt die Stärkung sogenannter Randgruppen durch Vernetzung und soziale Medien. Die positiven Eigenschaften der Digitalisierung für eine lebendige Demokratie sind ohne Zweifel digitale Vernetzung, die Möglichkeit spontaner Aktionen, jüngstes Beispiel die Protestbewegung in Hongkong, die Möglichkeiten, Petitionen erfolgreich durchzuführen, jüngstes Beispiel die Petition für mehr Artenvielfalt in Bayern. Meine Damen und Herren, wir befinden uns definitiv am Scheideweg. Die Frage ist, nutzen wir die Digitalisierung im positiven oder im negativen Sinne? Alle Zeichen zeigen auf die negative Seite hin. Es ist nicht allein das Erstarken rechtslastiger Ideen, Deutschland den Deutschen. Die größte Gefahr lauert meiner Meinung nach ganz woanders. Rechtslastiges Gedankengut dient nur als Handlanger, als Gehilfe einer viel stärkeren Macht, die im Verborgenen agiert und ihre Strippen unaufhörlich seit rund 200 Jahren mit Beginn der industriellen Revolution zieht. Es ist das Kapital, das unsere moderne Zivilisation nach ihren Vorgaben lenkt und steuert. Man muss kein Anhänger von Verschwörungstheorien sein, um diese Tatsache zu erkennen. Wer dennoch Zweifel hegt, der sollte sich die Arte-Dokumentation Die Erdzerstörer anschauen, die auf YouTube abrufbar ist. Ich kann Ihnen nur diesen Film empfehlen, Die Erdzerstörer, eine Dokumentation im Fernsehkanal Arte. Er wird Ihnen einiges erklären. Tatsache ist, wir leben schon längst in einer Postdemokratie. Weder wir als Volk, noch unsere Politiker bestimmen unser politisches Geschehen. Unsere Politiker, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, sind nur Marionetten wirtschaftlicher Interessen. Sie wollen Beweise für diese Behauptung, ein paar Stichworte nehmen, die sich aber beliebig ergänzen lassen. Dieselskandal, Energiewende, Glyphosat, Massentierhaltung,
Arzneimittelskandal, Wohnungsmarkt, Niedriglöhne und Ausbeutung von Beschäftigten, Lehrermangel, Bildungsnot, Privatisierung in Pflege und Gesundheitswesen und damit verbunden die Gewinnmaximierungsmaschinerien, die einseitige Förderung des Individualverkehrs auf Kosten des ÖPNV und des Schienenverkehrs und so weiter und so weiter und so weiter. Auch deshalb werden sich der Klimawandel nicht mehr aufhalten lassen, weil die Politiker nicht nach der Vernunft handeln und nach dem Wohl der Bevölkerung. Es ist an der Zeit, unsere Demokratie zu retten. Und dazu bedarf es neben den Grundrechten zwei weiteren Säulen. Ein uneingeschränktes lebenslanges Recht auf Bildung und Zugang an Informationen und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nach meiner Einschätzung ist die parlamentarische Demokratie in der jetzigen Form im Zeitalter der Digitalisierung auf kurz oder lang ein Auslaufmodell. Für eine lebendige, intakte und zukunftsfähige Demokratie sind folgende Voraussetzungen zwingend notwendig. Jeder sollte beteiligt sein an der politischen Willensbildung, auch innerhalb einer Legislaturperiode. Direkte Einflussnahme an politischen Entscheidungsprozessen durch Volksbefragen und Volksentscheide. Gleiche Chancen, gleiche Rechte in der politischen Einflussnahme ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen kaum umsetzbar. Direktes Einbringen von politischen Forderungen durch Petitionen und Volksbegehren. Direkte Beteiligung und Mitgestaltung an Gesetzesentwürfen. Vollkommene Transparenz und Nachvollziehbarkeit in politischen Entscheidungsprozessen. Die Digitalisierung ermöglicht erstmalig in der menschlichen Geschichte die oben genannten Voraussetzungen. Die gegenwärtige Politik verhindert aber mit allen Mitteln diesen zukunftsweisenden und notwendigen Prozess der Demokratisierung. Die Folge: Politikverdrossenheit, Forderung zur Abschaffung der Demokratie bis hin zum Ruf nach einem starken Führer. Das Ende der Weimarer Republik, meine Damen und Herren, sollte uns eine mahnende Lehre sein. Die Vorboten von damals sind mit den unsrigen durchaus vergleichbar. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen als Garant einer intakten Demokratie. Denn nur ein Mensch ohne Existenzangst ist frei in seinen Entscheidungen. Es muss uns zukünftig möglich sein, unsere Freizeit dazu zu benutzen, an demokratischen Entscheidungsformen aktiv und jederzeit teilzunehmen. Es muss uns zukünftig gestattet werden, unsere Freizeit dazu zu nutzen, an neuen Gesellschaftsformen aktiv mitzuwirken und aufzubauen. Das Grundeinkommen stellt somit ein fundamentaler Grundpfeiler einer selbstbestimmten Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung dar. Nur so, ich betone es noch einmal deutlich, nur so wird sich die Digitalisierung zum Nutzen aller Menschen umgestalten lassen. Wir haben die Wahl. Verpassen wir jetzt die Chance, ist der Zug abgefahren. Dann halte ich es mit Professor Dr. Harald Lesch, die Menschheit schafft sich ab, ein Vortrag von ihm, der auch auf YouTube jederzeit abrufbar ist. Vielen Dank.